Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir haben es Valentinstag. Herzlichen Glückwunsch an alle, die Valentin heißen. Ja, und heute gibt es natürlich auch das Pet zu finden, was man nur einmal im Jahr finden kann. Nämlich heute. Wo ist es denn? Hier. Und zwar Floss Nessel. Pet ist selten, kann dir am Valentinstag begegnen. Ja, bei der Insel Scarpa. Scarpa, ja. Ich habe sonst immer, glaube ich, Scrapia oder irgendwie sowas gesagt. Deswegen habe ich mal kurz überlegt. Aber ja, hier muss ich das auf meinem Berserk auf jeden Fall noch finden. Auf den anderen Servern bin ich noch nicht so weit. Auf meinen Mains, da habe ich jetzt schon natürlich gefunden. Ja, also Insel Scarpa, wie auch immer. Haltet da auf jeden Fall Ausschau, falls ihr das Pet noch nicht habt. Als kleinen Reminder nochmal, ja. Gut. Ja, ansonsten wollte ich euch auf jeden Fall auch nochmal darauf hinweisen, falls ihr irgendwie zufällig gerade auf dem deutschen Server 31 euer Unwesen treibt und da schon relativ etabliert seid, das heißt, ihr habt nicht gerade einen frisch erstellten Level 1-Account, dann könnt ihr euch gerne natürlich ja, bei uns in der Gilde melden, denn ja, wir haben nämlich jetzt so ein Programm bei uns. Wir haben einfach mal das so entschieden gehabt, ja, dass jetzt alle Inaktiven aus der Gilde jetzt so langsam aber sicher raus können, ja, damit neuer, frischer Wind, ja, in die Gilde kommt, um das Gildenleben ein bisschen aufzupeppen, ja. Hat gar nichts zu tun mit der Ritterhalle oder so, sondern ist einfach wirklich nur dazu da, um, ja, wirklich das Gildenleben so ein bisschen auch auf den alten Servern, vor allen Dingen auch hier in der Gilde zu fördern, ja, also wer da Interesse hat, kann sich gerne bei Seth oder bei mir am besten melden und dann werden wir euch dann dementsprechend einladen. Ja, gut. Ja, mal ein bisschen Selbstwerbung gemacht hier für die Gilde. Ja, muss ja auch sein in schweren Zeiten wie diesen, wo der Weg mehr als steinig und hart ist. Oh, Alter, wie knapp. Da muss man auch irgendwo gucken, wo man bleibt. Ja, und deswegen, ja, muss man da natürlich auch die gewissen Maßnahmen ergreifen, um dann auch sich selbst und der Gilde dementsprechend was Gutes zu tun, ja. Alter, habe ich denn da nicht mehr getroffen? Oh, was ist das denn für ein Crit? Was, oh mein Gott, ein 64-Millioner-Crit. Ich mache das normalerweise als normale Hits und das war ein Crit gewesen. Ach, du grüne Neune. Das ist ja wirklich, wirklich sehr ärgerlich, muss ich sagen. Ja, schade Marmelade an der Stelle. Das hätte auch genauso gut ein Win für mich sein können. Aber da sieht man mal wieder, wir brauchen nicht mehr sehr viel und dann haben wir hier auch schon bald den nächsten Gegner down. Ja, das ist natürlich sehr nice und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf, wenn es denn soweit ist. Ja, es wird wohl wahrscheinlich nicht mehr sehr lange dauern. Gut, was haben wir sonst hier noch so Schönes am Start? Wir müssten mal wieder einen Flügeltrank hier mal uns erblättern. Mal gucken, ob wir da irgendwie was an Mann kriegen. Haben wir da... Ah, okay, ja, sehr nice. Hat ja nicht allzu lange gedauert, haben auch gleich unsere Tränke ein bisschen aufgepäppelt. Ich hatte mir mal eine Zeit lang überlegt gehabt, ob ich gar keine Tränke mehr kaufen soll, weil im Endeffekt ist ja das, was man da an Tränken kauft. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt in meiner Free-to-Play-Taktik, mehr oder weniger meine Taktik, aber... ja, es ist halt, also es verfolgen halt ein paar Leute, nicht sehr viele, wirklich, das sind wirklich nur sehr wenige Leute, die ja diese Taktik verfolgen, dass sie keine Tränke kaufen, weil im Prinzip sind die ganzen Tränke sind ja nur temporär. So, ihr seid zwar dann gut in der Rangliste vertreten dadurch, aber im Prinzip sind das temporäre Skillpoints, die ihr euch dadurch beschafft. Und das, die Pots werden auf Dauer gesehen nachher ganz schön teuer. Ja, also die kosten schon relativ viel Gold, muss ich sagen. Und das sind alles verschwendete Skillpoints. So, ihr habt temporär was davon, aber im Prinzip, was euch dauerhaft davon bleibt, das verschwendet ihr quasi in die Tränke und könntet das aber eigentlich in Skillpoints investieren. So, das ist eigentlich eine Sache, ja, da habe ich mir schon echt öfter mal Gedanken drüber gemacht, das einfach mal mit den Tränken sein zu lassen. Und ja, natürlich ist man dann ja, relativ weit abgeschlagen in der Ehrenhalle. Die Gildenkämpfe werden natürlich auch nicht so nice und von den Dungeons brauchen wir gar nicht erst anfangen, dass man da dann nicht mehr weiterkommt, das ist ganz klar. Aber ich glaube, auf lange Sicht gesehen könnte sich das natürlich echt ja, lohnen, sag ich mal, das wirklich in die Skillpoint zu stecken.
So, wenn man natürlich dauerhaft das weiterkauft, im Vergleich zu den Spielern, die andere Taktik dann verwenden, werden das natürlich niemals so weit aufholen, wie die Tränke das natürlich gut machen können, ne? Das ist dann auch wieder klar. Da muss man, ja, da muss halt jeder selbst wissen, wie er das am besten handhabt. Also Hand mit der Hand hebt. Ja, also ich sag mal, für die Free-to-Play-Spieler, da würde ich das tatsächlich anwenden, weil als Free-to-Play-Spieler habt ihr immer noch das Ding so, ihr braucht halt auch noch einen Flügeltrank, um dann Top-Tränke zu haben. Und ja, diese, ich würde halt dann tatsächlich dann lieber so bevorzugen, alle drei Tränke gleichzeitig zu haben oder gar keinen, eins von beiden. So, aber so ein Mittelding von hier irgendwie den Main-Attribut-Trank, Ausdauer und vielleicht ein Glückstrank oder sowas. Also das weiß ich nicht, das kann ich irgendwie nicht unterstützen. Entweder volles Potenzial und dann die Dungeons durchrushen in der Zeit oder halt gar nichts so. Und deswegen ja, würde ich als Free-to-Play-Spieler sowieso bevorzugen, gar keine Tränke zu kaufen und halt nur die Tränke zu nehmen, wenn ihr dann auch mal einen Flügeltrank für umsonst habt. Ja, also das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ja, apropos, wir gucken mal, ob wir hier irgendwie ein paar Quests skippen können, damit wir eventuell hier schon das Pad bekommen, sonst... Ich habe hier doch drauf gedrückt. Sonst vergesse ich das nachher im Laufe des Tages wieder. Insel... es gab Skypias. Ich sag immer, ich nenne das immer Skrapia, aber das heißt gar nicht Skrapia. Wie heißt das jetzt nochmal? Nicht Skrapia, sondern... Scarpa. Scarpa, das kann sich doch kein Mensch merken. Oder gab es noch irgendwas anderes, was irgendwie Skrapia hieß oder so? Spalter Canyon, das ist auch nicht das, was ich auf jeden Fall meinte. Ja, am besten wir bekommen das gar nicht. Ist ja auch selten, heißt aber nicht, dass die Quest selten ist, sondern es kann sein, wenn ich das nicht bekomme, wenn ich die Quest bekomme, dass ich das Pet nicht zwangsläufig dadurch bekomme. Ja, also kann sein, dass man da auch so ein bisschen rein failt an der Stelle. Aber irgendwie, ja, ich will auch jetzt nicht meine ganze Zeit, meine Treibsanduhren wasten, weil die sind mir mittlerweile auch ein bisschen was wert. Ja, irgendwie will er noch nicht. Ja, gut, dann müssen wir mal Spalt erkennen. Dann schaue ich im Verlauf des Tages mal, wie sich das so verhält hier mit dem... mit der Inselskrapper. Ich hoffe, ich vergesse das bloß nicht. Ich muss da auf jeden Fall dran denken. Und ja, auf den anderen Servern läuft es ja erstmal soweit. Gut, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr bekommt das Pad, ja, falls ihr es noch nicht habt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.